Liebe Genossinnen, liebe Genossen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, wir stehen unmittelbar vor der Verabschiedung unseres Parteiprogramms. Das ist ein Meilenstein in unserer Geschichte. Und ich möchte als erstes mich bei einigen für ihre Arbeit ganz herzlich bedanken. Ich glaube, wir haben gestern doch etwas ganz Besonderes erlebt, liebe Genossinnen und Genossen, dass wir zwei Mitglieder unserer Redaktionskommission hier erlebt haben, die beide vollkommen gegensätzliche Positionen zu einem bestimmten Gegenstand vertreten haben. Ich mache das jetzt am Beispiel der sogenannten Haltelinien in unserem Programm, wo wir wissen, dass beide gegensätzliche Positionen hatten, aber beide stellen sich hierher auf diesen Parteitag und verteidigen einen gemeinsam gefundenen Kompromiss, der dann auch von der Mehrheit des Parteitags verabschiedet wird. Ich meine Sarah Wagenknecht und ich meine Matthias Höhn. Ich glaube, das war beispielhaft für das, wie diese Partei arbeiten muss. Zusammenführen, unterschiedliche Positionen, gemeinsam zu einem Kompromiss führen. Das war beispielhaft. Ich bedanke mich dafür. Liebe Genossinnen und Genossen, bevor das untergeht, gleich an dieser Stelle. Diese ganze Programmdebatte und so wie wir sie hier auf diesem Parteitag behandelt haben, wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht im Hintergrund ein Arbeitsteam gearbeitet hätte, das die Unterlagen vorbereitet hat, das versucht hat, uns jeweils verständlich darzustellen, welche Vielzahl von Anträgen in welcher Weise bearbeitet wurden. Ohne deren Arbeit hätten wir das nicht bewältigt. Auch an dieser Stelle recht herzlichen Dank bei all denen, die im Hintergrund dafür gesorgt haben, dass das bisher ein Erfolg wurde, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich möchte mich auch beim Vorstand bedanken. Auch dort haben wir in drei Sitzungen, liebe Genossinnen und Genossen, in drei Sitzungen, in denen kontrovers natürlich diskutiert wurde, aber es ist uns auch gelungen, aufgrund der Vorarbeit der Redaktionskommission in diesem Vorstand die Kontroversen auszudiskutieren, nach Kompromissen zu suchen und letztendlich in der letzten entscheidenden Abstimmung fast einmütig einen Vorschlag vorzulegen, der jetzt heute hier mit den vielen Veränderungen, die dieser Kompromiss gefunden hat, abgestimmt werden soll. Auch das war Ausdruck, dass diese Linke zusammenarbeiten möchte. Ich bedanke mich bei allen Vorstandsmitgliedern recht herzlich für diese Arbeit, liebe Genossinnen und Genossen. Und damit deutlich wird, wo die eigentliche Entscheidung fällt. Die fällt natürlich hier auf diesem Parteitag von euch. Und ich finde es ganz großartig, wie wir hier gearbeitet haben. Es ist nämlich nicht einfach, 1400 Anträge mit einer so großen Zahl von Menschen in einer Weise zu bearbeiten, dass keiner mit Verletzungen hinterher rausgehen muss. Wir haben diszipliniert, konstruktiv und zielorientiert gearbeitet. Das ist eure Arbeit. Recht herzlichen Dank für das, wie ihr das hier gemacht habt, liebe Genossinnen und Genossen. Und dann möchte ich an dieser Stelle mal mit einer mehr aufräumen. Ich habe im Vorfeld dieses Parteitags viel gelesen, ihr sicher auch. Und ein Journalist hat geschrieben, es wäre Ausdruck der großen Zerrissenheit der Linken, dass 1400 Anträge eingegangen wären zu diesem Parteitag. Also wir sind dann zerrissen, wenn wir über die Meinung unsere Mitglieder, der vielen Gremien, die wir haben, auf diesem Parteitag auch in Form von Anträgen diskutieren. Liebe Genossinnen und Genossen, das möchte ich klarstellen. Dass 1400 Anträge eingegangen sind und dass wir die in vorbildlicher Weise hier bearbeiten konnten, ist Ausdruck der Beteiligungsorientierung, die wir in dieser Partei haben. Wir sind keine Partei von oben nach unten, sondern eine Partei von unten nach oben. Und dabei bleibt es auch, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Genossinnen und Genossen, damit sind wir an einem wichtigen und vor allen Dingen unwiderruflichen Punkt in unserer Parteientwicklung angekommen. Wahlerfolge, die sind vergänglich. Auch Mandate sind vergänglich.
Was aber nicht vergänglich ist, liebe Genossinnen und Genossen, das sind unsere Überzeugungen, unsere Hoffnungen und unsere Ziele. Und die legen wir heute mit diesem Programm fest, liebe Genossinnen und Genossen. Und es ist ein Erfolg, dass wir als gemeinsame Partei und in Grundsätzen, die wir sehen, auch einige Partei, und dass wir als Partei, die ein nicht mehr zu ignorierender Faktor in dieser Republik ist, an diesem Punkt angekommen sind, dass wir so weit gekommen sind, das ist ein Riesenerfolg, liebe Genossinnen und Genossen. Und jeder weiß, der die Linke kennt, es ist kein selbstverständlicher Erfolg. Viele haben uns seit unserem Bestehen das Totenglöckchen geläutet, vor allen Dingen in den Medien und in den konkurrierenden Parteien. Und dass wir so weit gekommen sind, ist eine Ohrfeige für all die, die uns seit 4 oder 5 Jahren unser Scheitern voraussagen, liebe Genossinnen und Genossen. Wir geben denen heute eine Ohrfeige. Und weil es so anschaulich ist und weil ich mich wirklich selbst gewundert habe, als ich es gelesen habe, möchte ich euch 2 Beispiele dafür geben. Diese Beispiele verdeutlichen die Halbwertszeit von politischen Kommentaren über uns. Links draußen titelte eine Zeitung am 14. Januar 2008 und erklärte unseren Einzug in den niedersächsischen und hessischen Landtag für unwahrscheinlich. Zitat: Es sieht schlecht aus für die Linke. Und dass man sich darüber gefreut hat, dass es so ist, war in diesem Artikel unverkennbar. Am 27. Januar 2008 war die Linke drin, im Hessischen Landtag, und im Hessen sind wir sogar 2-mal eingezogen inzwischen, wie wir wissen. Dieselbe Zeitung, liebe Genossinnen und Genossen, dieselbe Zeitung titelte am 25. August 2009, also 1,5 Jahre später, damals waren auch nur noch 5 Tage bis zu den wichtigen Landtagswahlen im Saarland, in Sachsen und in Thüringen, dieselbe Zeitung sagte dann, die Linke sei in keiner guten Verfassung, und für die Querelen trage der Vorsitzende Oskar Lafontaine die Verantwortung. Damals. Liebe Genossinnen und Genossen, bei den Wahlen sehe es für die Linke, Zitat, nicht gut aus. Ihr wisst, wie es ausgegangen ist, 2009. Am Abend der Bundestagswahl hatten wir einen Riesenerfolg. Das ist die Berichterstattung, die wir teilweise erleben. Welch Glanzleistung des deutschen Journalismus, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich möchte noch einen draufsetzen. Wenn ich zurzeit mit Gesine Lötsch in Berlin über die Spree gehen würde, ohne unterzugehen, würden viele deutsche Journalisten nicht schreiben, ein Wunder. Die würden schreiben, die beiden können nicht schwimmen, liebe Genossen. Das ist zurzeit die Realität. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist anders gekommen, als viele gedacht haben. Wir sind da. Wir sind immer noch da und dass kein Zweifel aufkommt, wir bleiben auch da. Von Victor Hugo stammt der Satz, dass nichts mächtiger ist als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Liebe Genossinnen und Genossen, dieser Satz, der stand zu Beginn unseres Weges und aus meiner Sicht stimmt dieser Satz selbstverständlich noch heute. Der Satz hat allerdings eine besondere Bedeutung. Er steht dafür, dass die Linke kein Selbstzweck ist, sondern dass es sie gibt, weil sie gebraucht wird. Und das stimmt heute mehr denn je, wo Zockerbanden die Bürger ausrauben und der Rest der politischen Konkurrenz zuschaut. Liebe Genossinnen und Genossen, was ist denn das für eine Lage? Wir retten die Banken mit unseren Steuern. Wir müssen uns dann bei den Banken verschulden, weil wir denen vorher Geld gegeben haben. Und für das, dass wir uns dann von denen das Geld wieder leihen, zahlen wir denen wieder Zinsen. Ja, sind wir denn eigentlich beknallt? Sind wir denn eigentlich beknallt? Das sind die Dinge, wo ich sage, allein schon aus diesem Grund, wenn wir die Diskussion über die Finanzmärkte betrachten und wenn wir wissen, was mit den Bürgerinnen und Bürgern Europas passiert, dann sage ich, wenn es die Linke noch nicht geben würde an dieser Stelle, heute müssten wir sie neu erfinden, liebe Genossinnen und Genossen.
Mit unserem Programm, ich möchte das in aller Klarheit sagen, mit unserem Programm sind wir die einzige Partei, die eine echte, schlüssige Antwort auf die Weltwirtschaftskrise präsentiert, und zwar im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Und wir haben nicht weniger als eine programmatische Alternative zur Diktatur der Finanzmärkte zu Papier gebracht, über die wir heute abstimmen. Liebe Genossinnen und Genossen, ein gutes Programm, und unser Programm ist ein gutes Programm, muss drei Fragen beantworten. Die erste Frage, woher kommen wir? Die zweite, wo stehen wir? Und die dritte Frage, wohin führt unser Weg? Woher kommen wir? Lasst es mich ganz einfach formulieren, aber trotzdem steckt ganz viel dahinter. Die Linke steht in der Tradition der Arbeiterbewegung, liebe Genossinnen und Genossen. Sie steht in der Tradition der Arbeiterbewegung. Und dieser Satz ist für uns Verpflichtung. Wir verstehen uns als Erben derjenigen, die vor 150 Jahren aufgebrochen sind, um die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen im Kapitalismus ein Ende zu setzen, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir stehen auch hier als Nachfahren einer endlosen Reihe von Frauen und Männern, die in diesem Kampf um ein besseres Leben, um eine gerechtere Welt, alles aufs Spiel gesetzt haben. Ihre Existenz, ihre Freiheit und oft genug ihr Leben. Wir sind auch die Erben der Pariser Kommunardinnen und Kommunarden. Ihre Losung lautete, liebe Genossinnen und Genossen, ihre Losung lautete: Krieg den Palästen, Friede den Hütten, Tod der Not und dem Müßiggang. Das gilt auch für uns, liebe Genossinnen und Genossen. Und schon damals ging es um dieselben Forderungen wie heute. Es ist interessant für die, die sich noch nicht so ausführlich mit beschäftigt haben. Es ging um dieselben Forderungen: Eindämmung der Börsenspekulation, um Mindestlöhne und um auskömmliche Renten für die Arbeiter. Liebe Genossinnen und Genossen, und wir verstehen uns selbstverständlich als Erben von Rosa Luxemburg. Wie keine andere hat sie den Gedanken des demokratischen Sozialismus auf den Punkt gebracht, indem sie schrieb, ich zitiere: Freiheit ohne Gleichheit ist Ausbeutung, Gleichheit ohne Freiheit ist Unterdrückung, ohne Sozialismus keine Demokratie und ohne Demokratie kein Sozialismus. Liebe Genossinnen und Genossen, und weil wir uns dieser Aussage verpflichtet fühlen, darum sage ich auch mit aller Klarheit, ein Sozialismus, der Mauern bräuchte für seine Existenz, ist mit uns nicht zu machen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich nehme es mir als Bayern nicht übel. Jetzt muss ich natürlich auch einen Bayern, darf ich ja zitieren bei euch. Einen. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere von euch, es ist Oskar Maria Graf. Oskar Maria Graf, ja, dass du den kennst, Gregor, das glaube ich dir jetzt. Ne? Ich hätte ja auch einen Berliner nehmen können. Oskar Maria Graf, liebe Genossinnen und Genossen, war ein bayerischer Schriftsteller, der nicht auf der Liste von Hitler der zu verbrennenden Bücher stand, nach 1933. Dann hat er ein Gedicht veröffentlicht mit der Überschrift »Verbrennt mich«. Er hat sich solidarisch erklärt mit denen, die verbrannt wurden. Liebe Genossinnen und Genossen, ein sehr mutiger Akt. Und deshalb sage ich, unsere Partei, das möchte ich auch in aller Deutlichkeit sagen, unsere Partei ist eine antifaschistische Partei. Auch das in aller Klarheit.
Und um dann den auch noch zu erwähnen, weil ich ihn für sehr wichtig finde, wir sind auch die Erben von Walter Janka. Er kämpfte in Spanien gegen Franco und ging nach dem Exil in die DDR. Er hielt ihr die Treue, obwohl sie ihn nach einem Schauprozess ins Gefängnis warfen, ausgerechnet nach Bautzen, wo ihn schon die Nazis als jungen Mann eingesperrt hatten. Warum blieb er? Er blieb, weil er bis zuletzt die Hoffnung auf einen demokratischen Sozialismus nicht aufgegeben hat. Wir auch nicht, liebe Genossinnen und Genossen. Und um unsere Wurzeln auch vollständig oder annähernd vollständig, ganz ist es überhaupt nicht möglich zu beschreiben, möchte ich auch Helmut Gollwitzer zitieren. Er sagte, ein Sozialist muss nicht Christ sein, aber ein Christ muss Sozialist sein. Mit unserem Programm, liebe Genossinnen und Genossen, mit unserem Programm wollen wir auch denen eine politische Heimat geben, die sich als Christen und mit ihrem Glauben tatsächlich auch der Soziallehre verpflichtet fühlen, liebe Genossinnen und Genossen. Und zum Schluss, wir sind auch die Erben von Carlo Giuliani. Carlo Giuliani wurde vor 10 Jahren bei den Antiglobalisierungsprotesten in Genua durch eine Polizeikugel getötet. Er wäre heute 33 Jahre alt. Ich zitiere hier stellvertretend das Versprechen, das Carlos Vater denjenigen abnahm, die mit ihm seinen Sohn zu Grabe getragen haben. Das Versprechen war: Wir wollen für eine bessere Welt, eine gerechtere Welt eintreten, eine Welt, in der es weniger Gewalt gibt. Das ist auch der Geist unseres Programms, liebe Genossinnen und Genossen. Wir stehen in der Tradition großer Ideen, großer Irrtümer, großer Opfer. Unsere Partei vereint Menschen mit vielen verschiedenen Geschichten. Da sind die vielen, die mit der DDR die Hoffnung auf ein besseres Deutschland verbanden und mit denen, die mit dem Untergang der DDR nicht die Idee des demokratischen Sozialismus untergegangen ist. Da sind die vielen, die im Osten unserer Republik seit 20 Jahren eine linke Volkspartei mit Gestaltungs- und Regierungsanspruch aufgebaut haben. Das sind viele linke Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die im Kampf für Arbeit und soziale Gerechtigkeit in unsere Partei gekommen sind. Das sind die vielen undogmatischen Linken aus den sozialen, ökologischen, feministischen und friedenspolitischen Bewegungen. Sie lehren uns, dass neue Zeiten oft auch neue Ideen und neue Kämpfe erfordern. Da sind viele linke Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen, für die es kein Widerspruch ist, in der Linken zu sein und sich auf Willy Brandt zu berufen. Und, liebe Genossinnen und Genossen, da sind viele linke Christinnen und Christen, die den von Papst Johannes Paul II. Vor 30 Jahren formulierten Vorrang der Arbeit vor dem Kapital als politische Leitschnur begreifen. Wir alle sind die Linke. Unsere Geschichte und Biografien sind verschieden. Und doch sind wir alle in der Linken gelandet. Heute geben wir uns ein gemeinsames Programm. Liebe Genossinnen und Genossen, was wir aufgrund unserer unterschiedlichen Biografien offensichtlich doch gemeinsam zustande kriegen, ist zurzeit für die Linke Europas ein Vorbild. Wir kriegen hier etwas Besonderes hin, dass wir uns zusammentun, dass es uns gelungen ist, gemeinsam ein Programm zu entwickeln und nicht jeder für sich alleine in seiner kleinen Gruppe kämpfen muss, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb ist es vielleicht ganz sinnvoll, sich mal die Frage zu stellen, was eint uns? Was macht den Kern unserer Überzeugungen aus? Was macht unsere Identität aus? Lasst es mich mal so formulieren, Genossinnen und Genossen. Nicht jede Debatte, die wir im letzten Jahr geführt haben,
war identitätsstiftend. Mancher Kommentar hat den innerparteilichen Zusammenhalt mehr gefördert, mancher Kommentar weniger. Gestattet mir auch noch den Hinweis an den ein oder anderen, der Gegner, liebe Genossinnen und Genossen, sitzt nicht in der Partei, der sitzt immer außerhalb der Partei. Was uns eint, liebe Genossinnen und Genossen, ist der gemeinsame Wille, im Interesse der Mehrheit der Menschen die Verhältnisse zu verändern. Das ist das, was unsere Identität ausmacht. Der Wille, die Verhältnisse für die Mehrheit der Menschen zu verändern. Für wen? Ich sage es ganz klar, im Interesse der 30 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, über deren Lage der DGB-Vorsitzende Michael Sommer gesagt hat, Arbeit ist so billig, wird Dreck geworden. Für diese Menschen müssen wir uns engagieren, für diese Menschen machen wir Politik, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir machen Politik für die 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die allein in den letzten Jahren 7% Rentenkürzungen hinnehmen mussten. Das ist unser Klientel, für das wir uns verantwortlich fühlen, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir wollen Politik machen für über 4 Millionen Erwerbslose, die in das Hartz-System gepresst wurden. Und auch an dieser Stelle nochmal, mit diesem Hartz-System werden wir uns nie und nimmer abfinden, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir machen Politik für 16 Millionen Kinder und Jugendliche, deren Schulen verrotten, die zu wenig Kindergartenplätze haben, weil das Geld der Bürger für die Zockerei der Banker verschleudert wird. Und wir machen auch Politik, das möchte ich auch sagen, weil ich weiß, dass es umstritten ist, bei dem einen oder anderen. Wir machen auch Politik für die vielen Selbstständigen, liebe Genossinnen und Genossen, die darunter leiden, dass sie keine Kredite bekommen, weil die Banker lieber mit dem Geld der Casinos zocken. Auch für die wollen wir uns engagieren. Unser Verständnis von Demokratie ist, dass die Staatsgeschäfte im Interesse der Mehrheit durchgeführt werden. Für uns ist es nicht der Gipfel der Demokratie, wenn man alle 4 Jahre seine Stimme abgibt. Liebe Genossinnen und Genossen, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, warum das Ding, wo man die reinwirft, Urne heißt? Dass man alle 4 Jahre seine Stimme abgibt und dann wird die Stimme beerdigt. Wir sagen, Demokratie heißt für uns, Bürgerinnen und Bürger müssen auch außerhalb von Wahlen eine Stimme haben und die müssen sie deutlich machen können, liebe Genossen und Genossen. Das ist der Grund, warum wir uns ganz besonders für politische Streiks engagieren. Das ist der Grund, warum wir uns für direkte Demokratie stark machen. Und wir begrüßen es ohne Wenn und Aber, dass endlich die Proteste gegen die Zockerbanken anwachsen, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich sage, auch, diese Proteste unterstützen wir nicht nur. Wir fühlen uns als Teil dieser Bewegung, die dort entsteht. Auch das möchte ich sagen. Wir sind kein Zaungast. Wir sind dabei, wenn es darum geht, auch auf der Straße zu protestieren. Was eint uns? Uns eint eine Einsicht. Die Arbeiterbewegung seit über 150 Jahren eint oder seit 150 Jahren eint. Wir stehen auf der Seite derjenigen, die für ihren Lebensunterhalt weder auf die Profite eines großen Unternehmens noch auf eine Millionenerbschaft vertrauen können. Auch den Beziehern von Jahresendboni für besonders hervorragende Spekulationsleistungen im Finanzcasino fühlen wir uns nicht verpflichtet. Uns eint die Einsicht, dass durch diese Gesellschaft eine immer noch unsichtbare Grenze verläuft.
Auf der einen Seite steht die große Mehrheit, die durch ihre eigene Arbeit sich und ihre Familien ernähren muss, ob als Selbstständige oder als abhängige Beschäftigte. Das sind die 99%, von denen die Occupy-Bewegung spricht, wenn sie sagt, wir sind die 99%. Auf dieser Seite stehen wir, liebe Genossinnen und Genossen. Auf der anderen Seite steht eine Minderheit, die über die Produktionsmittel verfügt oder schlicht einen Haufen Geld zum Spekulieren hat. Diese Minderheit wird dadurch reich, dass sie andere für sich arbeiten lässt. Das sind symbolisch die 1%. Partei sein, liebe Genossinnen und Genossen, heißt Partei ergreifen. Und wir ergreifen Partei für die 99%. Dort ist der Platz der Linken, liebe Genossinnen und Genossen. Und wenn das auch so einfach klingt, wir müssen es uns immer wieder klar machen, vor allen Dingen deshalb, weil auch jeder von uns ein bisschen zur Rechthaberei neigt. Nichts von dem, was uns trennt, ist so wichtig, dass wir deshalb auf der anderen Seite stehen würden, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist ganz entscheidend. Wir gehören in dieselbe Partei, weil wir auf derselben Seite kämpfen. Wir gehören in eine Partei, weil wir inzwischen begriffen haben, dass wir nur zusammen Erfolge erzielen können, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist das, was uns eint. Stellen wir uns die Linke für einen Moment als einen Fluss vor, der sich aus vielen Quellen, aus vielen Zuflüssen speist. Dann sage ich, es sind zwei Einsichten, die für den Bestand unserer Partei wichtig sind. Erstens: Der große Fluss ist mehr als die Summe seiner Quellen. Er wird groß, breit und mächtig. Durch die Mächtigkeit nimmt er auf seinem Weg sonst unerreichbare Teile der Gesellschaft mit. Genau das gilt für die Linke. Zweitens: Der große Fluss ist durch die Kraft seiner Mächtigkeit in der Lage, sich einen Weg durch die Geschichte zu suchen. Einen Weg, den die einzelnen Quellen nie gefunden hätten. Das ist der Punkt, an dem wir stehen. Die Breite der neuen Linken erzeugt Mächtigkeit. Die Breite der neuen Linken erfordert aber auch eine eigene programmatische Qualität. Unser Programm ist mehr als die Hit-Sammlung aus den Quellparteien. Wir beschließen heute etwas grundsätzlich Neues, liebe Genossinnen und Genossen. Durch unsere ganz besondere Geschichte sind wir zur Pluralität und zur Einigkeit verurteilt. Jeder ist wichtig, liebe Genossinnen und Genossen. Jeder, das müssen wir begreifen. Ich weiß, dass wir uns manchmal auch untereinander nerven, bei dem einen oder anderen Diskussionsbeitrag, wo der andere sagt, muss denn das sein? Nein, liebe Genossen, wir müssen begreifen, jeder ist wichtig. Jeder, der mich macht, macht uns mächtiger. Und die Linke wird mächtiger und damit auch erfolgreicher und damit durchsetzungsfähigkeiter. Das ist unsere Botschaft. Wir müssen uns die Frage stellen, wo stehen wir und wohin führt unser Weg? Dann kommt es darauf an, zu definieren, in welcher wesentlichen Situation wir zurzeit sind. Ich sage, wir sind in einer Zeit, in der offensichtlich wird, dass die prägende Ideologie, nämlich die neoliberale Idee, gescheitert ist, liebe Genossinnen und Genossen. An was macht sich das fest? Sie ist gescheitert, weil es nicht stimmt, dass sie dazu geeignet ist, die Lage der Menschen zu verbessern. Das wurde uns ja eingeredet in den letzten Jahren. Was ist Neoliberalismus? Es ist die Theorie der entfesselten Märkte. Er ist die Idee, dass es allen dann am besten geht, wenn sich der Staat zurückzieht und die Märkte wüten lässt. Diese Theorie ist durch die Praxis eindeutig widerlegt, liebe Genossinnen und Genossen. Denn das Ergebnis des Neoliberalismus ist nicht, dass es allen besser geht, sondern dass die Früchte der Arbeit, des Fortschritts zunehmend nur für die reserviert wird, die von der Früchte der Arbeit der anderen leben und nicht durch die eigene. Und Neoliberalismus heißt sinkende Löhne, Armutslöhne, explodierende Gewinne und Vermögen auf der anderen Seite. Und Neoliberalismus heißt entfesselte Finanzmärkte, uferlose Spekulation. Verbunden mit gigantischen Kürzungen bei Sozialleistungen, verbunden mit Rentenkürzungen, verbunden mit Massenarbeitslosigkeit, verbunden mit zunehmender Armut,
Fast 50% der Jungen in Spanien sind ohne Job. Wir erleben, wie die Bürgerinnen und Bürger Europas für die Spekulanten an den Finanzmärkten in Geiselhaft genommen werden. Und ich sage, liebe Genossinnen und Genossen, schauen wir nach Griechenland. Lohnkürzung, Rentenkürzung, Entlassungen, Steuererhöhungen für die Massen, leider nicht für die Reichen. Im Ergebnis geht es allen schlechter, bis auf eine ganz kleine Schicht. Und deshalb sage ich, das, was unsere Kanzlerin den Griechen verordnen will, das wird irgendwann auch uns verordnet werden. Nicht nur deshalb sind wir solidarisch mit den Griechinnen und Griechen, die sich wehren dagegen, dass sie an unserer Strategie genesen sollen. Liebe Genossinnen und Genossen, Neoliberalismus heißt Rückzug des Staates aus seiner sozialen Verantwortung. Neoliberalismus heißt Privatisierung der Daseinsvorsorge. Das heißt Privatisierung der Renten. Dabei weiß inzwischen jeder, dass es sicherer ist, ein Kinderkrankenhaus auf dem Ätna zu bauen, als die Rente an den Finanzmärkten anzulegen, liebe Genossinnen und Genossen. Um es mit aller Klarheit zu sagen. Liebe Genossinnen und Genossen, Neoliberalismus heißt auch expansive Verschwendung der natürlichen Ressourcen, ohne Rücksicht auf andere Regionen der Welt, ohne Rücksicht auf andere Generationen. Auch dazu geben wir Antworten in unserem Programm. Und es ist ein Skandal, liebe Genossinnen und Genossen, dass in einer Zeit, in der 1 Milliarde Menschen hungern, zunehmend landwirtschaftliche Flächen für die Produktion von Treibstoff verwendet werden. Und es ist ein Skandal, dass inzwischen an den Finanzmärkten der Welt mit Lebensmitteln in einer Weise spekuliert wird, dass dort der Hunger der Welt organisiert wird. Diesen Irrsinn wollen wir stoppen. Dazu machen wir Vorschläge, liebe Genossinnen und Genossen. Neoliberalismus heißt auch, das Völkerrecht wird mit Füßen getreten. Und wie vor 100 und 500 Jahren führen europäische Armeen, auch die Bundeswehr, wieder Kriege um Rohstoffe. Und, liebe Genossinnen und Genossen, wer wirklich glaubt, dass Briten und Franzosen aus Menschenfreundlichkeit Libyen bombardieren, um einen Diktator aus der Welt zu räumen, übrigens einen, den man vorher hofiert hat, der glaubt auch, dass die Erde eine Scheibe ist, liebe Genossinnen und Genossen. Nun muss ich mich korrigieren. Ich habe gesagt, der Neoliberalismus ist für alle gescheitert. Er ist nicht für alle gescheitert. 1% will weitermachen wie bisher. Die Banker, die Spekulanten, die mit den dicken Bankkonten. Und genau diese 1% müssen wir daran hindern, so weiterzumachen wie bisher. Das ist unser Job. Dazu machen wir Vorschläge, liebe Genossinnen und Genossen. Unser Programm, liebe Genossinnen und Genossen, ist eine Kampfansage an die herrschenden Verhältnisse und auch eine Kampfansage an die Herrschenden. So müssen wir es verstehen. Die letzte Frage, die ich mir stelle, wie werden wir denn unserer Aufgabe gerecht, Stimme der Mehrheit und Motor für gesellschaftliche Verhältnisse zu sein? Wie müssen wir das machen? Was müssen wir machen, dass wir besser sind als im letzten Jahr? Liebe Genossinnen und Genossen, ich zitiere einmal Walter Benjamin, der auch einen Platz in der Reihe unserer Ahnen verdient hätte. Er sagt, ein kompliziertes Zitat, er sagt, Dialektiker sein heißt, den Wind der Geschichte in den Segeln haben. Die Segel sind die Begriffe. Es genügt aber nicht, über die Segel zu verfügen, die Kunst, sie setzen zu können, ist das Entscheidende. Soweit Benjamin. Wer in der letzten Woche bei den Anti-Banken-Protesten war, der konnte diesen Wind der Geschichte spüren. Wohin weht er? Dieser Wind weht in Richtung mehr Demokratie. Dieser Weg weht in Richtung Entwaffnung des Finanzsektors. Dieser Weg weht in Richtung sichere Jobs, gerechte Löhne, armutsfeste Renten, gerechte Verteilung des Reichtums. Das ähnelt doch gewaltig dem, was wir in unserem Programm formuliert haben, liebe Genossinnen und Genossen.
Das ähnelt doch dem, was wir wollen. Das ähnelt unserem Programm. Wir sagen, Demokratie und Finanzmarktkapitalismus sind nicht miteinander vereinbar. Wir sagen, wir wollen die Interessen der Mehrheit wieder zur Geltung bringen. Das ist Demokratie. Wir sagen, wir wollen Politik für die 99% machen. Wir sagen, wir haben einen Gegenentwurf zum Finanzmarktkapitalismus. Diese Vision, liebe Genossinnen und Genossen, diese Vision nennen wir demokratischen Sozialismus. Eine Gesellschaft, in der das, was erwirtschaftet wird, allen zugutekommt und eine Gesellschaft, die demokratisch ist. Das ist unsere Vision. Vor dieser Vision braucht niemand Angst haben. Für 99% ist eine Verbesserung der Lage damit verbunden, liebe Genossinnen und Genossen. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir haben, auch um bei Benjamin zu bleiben, die richtigen Segel, die richtigen Begriffe, um diesen Wind aufzunehmen. Wir sind die Partei der guten Arbeit, des gesetzlichen Mindestlohns. Wir wollen ein Verbot der Leiharbeit, sichere Jobs. Wir sind die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Wir fordern Lebensstandards, sichernde Renten und eine solidarische Mindestrente. Und wir sagen, niemand in dieser Gesellschaft soll im Alter unter 900 Euro leben müssen, liebe Genossinnen und Genossen. Auch das ist eine klare Position von uns. Und liebe Genossinnen und Genossen, das heißt auch, wir sind die Partei der Steuergerechtigkeit. Wir wollen eine höhere Vermögensteuer. Wir wollen einen Spitzensteuersatz. Und liebe Genossinnen und Genossen, das heißt auch, wir sind die Partei der demokratischen Erneuerung. Deshalb setzen wir auf Volksentscheide und sagen ganz deutlich mit unseren Vorstellungen zur Wirtschaftsdemokratie, an den Werkstoren in der Bundesrepublik Deutschland darf der demokratische Sektor dieser Republik nicht enden, liebe Genossinnen und Genossen. Ich habe über die Regulierung der Finanzmärkte gesprochen. Wir wollen, wie es Oskar sagt, Sparkassen statt Zockerbuden. Wir wollen die Banken an die Kette legen und vielleicht ein Vorschlag an die Frau Merkel, wo sie sich nicht rausreden kann, sie bräuchte die Zustimmung von Sarkozy dazu, um es umzusetzen. Wir wissen, was heute die normalen Bürgerinnen und Bürger dieses Landes zahlen müssen, wenn sie einen Dispo-Kredit aufnehmen. Da sind die teilweise mit 16, 17, 18% dabei. Ich sage, das ist Wucher. Ich mache Frau Merkel den Vorschlag, ganz einfach ein Gesetz vorzulegen, dem werden wir zustimmen. Und dieses Gesetz kann man ganz einfach beschreiben, ganz einfach sagen. Wir wollen, dass bei Dispositionskrediten, bei Überziehungskrediten, beim Girokonto die Zinsen maximal 5% über dem Zinssatz der EZB liegen dürfen. Das war eine Verdrittelung der Zinsen, liebe Genossen. Wir wollen, dass die Banken an die Kette gelegt werden. Ein ganz leicht umzusetzender Vorschlag. Warum passiert das nicht? Weil die Regierung Politik für die Banken macht und nicht für die Bürger. Das ist die Realität. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir sind die Partei des Friedens. Wir haben formuliert, wir wollen keine Kriegseinsätze im Ausland. Wir wollen unsere Soldatinnen und Soldaten zurückholen. Und wir sagen, Steuergeld soll nicht für internationale Kriege, sondern für internationale Katastrophenhilfe ausgegeben werden. Da ist das Geld richtig eingesetzt, liebe Genossinnen und Genossen. Wir haben also, wie Benjamin sagt, die richtigen Begriffe, die richtigen Segel. Jetzt bleibt die Kunst, sie zu setzen. Das ist das Entscheidende, wie Benjamin sagt. Wie wollen wir sie setzen? Das ist die Antwort auf die dritte Frage. Und wie geht es jetzt weiter? Wir wissen, dass viele unserer Forderungen von einer Mehrheit getragen werden. Unsere Aufgabe ist es, der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande wieder eine Stimme zu geben. Das machen wir aber nicht nur im Parlament, liebe Genossinnen und Genossen. Ich möchte das hier noch mal ausdrücklich unterstreichen. Unser Platz ist nicht nur auf den blauen Sesseln im Deutschen Bundestag, unseren Landtagen und in den Landtagen. Unser Platz ist auch immer auf der Straße, bei den Streikenden, auf der Seite der Menschen, die sich wehren, um für ihre Verhältnisse in einer Weise zu verändern, wie wir das auch wollen. Für das Setzen der Segel, dem dient unser programmatischer Kompass. Den wollen wir heute mit unserem Programm verabschieden. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben die Begriffe, wir haben die Segel.
Jetzt kommt es darauf an, das Ding hochzuziehen. Und um das hinzukriegen, um jetzt ein Zeichen zu setzen, in welcher Weise wir uns im Interesse der Bürgerinnen und Bürger engagieren, um das hinzukriegen, deshalb bitte ich euch um breite Zustimmung für das, was wir gleich miteinander verabschieden werden, nämlich unser neues Programm. Das ist der Sinn, warum wir möglichst eine breite Zustimmung auch von euch für dieses Programm brauchen. Ich bitte euch dringend, auch wenn der ein oder andere sagt, den Punkt hätte ich anders geschrieben. Es gibt wahrscheinlich keinen, der, wenn er selber das Programm geschrieben hätte, wo er nicht sagen würde, mein Programm wird anders aussehen. Ja klar, liebe Genossinnen und Genossen. Aber das unterscheidet uns eben von einem Einzelnen oder von einer Gruppe und von unserer Partei. Wir haben jetzt die Chance, ein gemeinsames Programm zu verabschieden. Lasst uns deutlich machen mit einer breiten Zustimmung, dass es auch unser gemeinsames Programm ist, unsere Segel, mit dem wir den Wind dieser Gesellschaft aufnehmen wollen, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Genossinnen und Genossen, für den Erfolg brauchen wir auch, ich spreche das kritisch an, auch ein Mindestmaß an innerer Geschlossenheit, ein Mindestmaß. Und für unsere Durchsetzungsfähigkeit brauchen wir auch, kann es ganz einfach sagen, ein bisschen Solidarität im Inneren. Die tut manchmal gut, liebe Genossinnen und Genossen. Ich fasse zusammen. Und ich bleibe dabei bei Walter Benjamins Bild. Unser Schiff ist fahrbereit. Von Flaute kann keine Rede sein. Der Wind weht. Gesucht sind im Moment nicht Leute, die sich darum streiten, wer an Steuer darf. Gefragt sind diejenigen, die gemeinsam in die Masten steigen und die Segel setzen, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist unser Job, den wir zurzeit zu machen haben. Ich habe gesagt, die Linke müsste man neu erfinden, wenn es sie nicht schon gäbe. Deutschland braucht aber keine zweite SPD, aber sehr wohl eine Partei, die sich konsequent für Demokratie und soziale Gerechtigkeit einsetzt. Davon ist die SPD meilenweit entfernt. Wenn die SPD die Agenda-Bruchpiloten wieder an Steuer lässt, liebe Genossinnen und Genossen, dann ist der nächste Baum nicht weit. Dieses Land braucht auch keine zweite grüne Partei, aber sehr wohl eine Partei, die konsequent für einen ökologischen Umbau kämpft und für eine Politik des Gewaltverzichts eintritt und die nach der Wahl das tut, was sie vor der Wahl versprochen hat. Es gibt ja fast keinen Krieg mehr, an dem sich die Grünen nicht beteiligen wollen, liebe Genossinnen und Genossen. Uns wird vorgeworfen, wir wollen nicht regieren. Welch ein Unfug! Natürlich wollen wir so stark werden, dass wir auch regieren können. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, auch das haben wir formuliert. Für uns ist Regierungshandeln mehr als Verwalten. Unser Handeln in Regierung muss immer mit einer konkreten Verbesserung der Lebensbedingungen, der Lebensverhältnisse der Menschen verbunden sein und darf uns nie und nimmer weg von unseren Visionen führen, sondern immer hin zu unseren Visionen. Das ist unsere Aufgabe, wenn wir regieren, liebe Genossinnen und Genossen. Und zum Abschluss möchte ich mich an einen Mann erinnern, der ein oder andere wird ihn auch kennen, der aus meiner Sicht auch einen festen Platz in unserer Ahnenreihe haben sollte, Willy Bleicher. Willy Bleicher, liebe Genossinnen und Genossen, ein standhafter Gewerkschafter, der von den Nazis als Kommunist ins KZ gesteckt wurde, nachdem er viele Arbeitskämpfe organisierte im Westen, hat er auch mich geprägt. Einer, der im Süden unseres Landes einer der herausragenden Figuren der Arbeiterbewegung war. Von ihm stammt übrigens der berühmte Satz, Millionen sind stärker als Millionäre. Er hätte sich, wenn er noch leben würde, über unser Programm sicher gefreut. Von ihm stammt ein Satz, an den wir uns in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren gelegentlich erinnern sollten. Dieser Satz beschreibt den aufrechten Gang, ich zitiere Willy Bleicher,
Du sollst dich nie vor einem lebenden Menschen bücken. Dabei muss es bleiben. Wir wollen mit unserem Programm den Menschen Mut machen, sich einzumischen und gemeinsam mit uns die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern. Und weil es so wichtig ist, diese Erkenntnis möchte ich euch noch mal mitgeben. Auch denen, die zaudern, die noch nicht wissen, ob sie sich einmischen wollen oder nicht, denen möchte ich sagen, wer den Kopf in den Sand steckt, der kriegt in den Hintern getreten und kann nicht mal sehen, wer es gewesen ist. Ich danke euch fürs Zuhören.